Moin, Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Chris und ich stelle euch von deinem YouTube-Kanal Modbox ja einen kleinen Skript vor, und zwar der einfache Inspektor. Das ist mittlerweile schon ein Update erfolgt, so mehrere. Wir sind gerade in der Version 1.0.1.10 und dieses Skript wird uns zur Verfügung gestellt von JT Sage oder Sage, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und da es ein Skript ist, wisst ihr selber, von der Freunde Konsole leider nicht verfügbar, sprich nur für PC und Mac. Wenn euch unser Modfall schon gefallen, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns mal einen Daumen nach oben da lasst. Gerne auch immer einen Kommentar da lassen, den Kanal abonnieren, also sprich die Glocke aktivieren, falls ihr noch das noch nicht getan habt, damit ihr keine weiteren Mods von uns verpasst. Und ganz wichtig, es ist jetzt vor kurzem das neue Pump and Host DLC rauskommen. Wenn ihr das noch nicht habt und haben möchtet, guckt mal unten in der Videobeschreibung, da ist ein Link von McManus, den einfach mal folgen. Dann kommt ihr zum DLC, könnt ihr euch da quasi kaufen, wenn ihr es noch nicht habt. Und ein Video haben wir euch dazu auch schon gemacht. Wird bestimmt verlinkt werden, schaut mal rein. Ist richtig cool, lohnt sich wirklich. Ja, jetzt zurück zu diesem Mod. Der Mod heißt einfach Inspektor, ist eigentlich ganz simpel und easy. Es bedeutet einfach, ihr habt quasi die Möglichkeit, eure Fahrzeuge, Helfer und so weiter direkt zu überwachen, weil ihr im Bildschirm unten direkt eine Anzeige habt, die euch alles sagt, wie schnell, wer den fährt und was angebaut ist. Ich habe mal schon dir genommen, wir können mal hier einsteigen. Und ihr seht schon jetzt links über den Radar, 0 km/h, 100%, F45 ist hinten das Anbauteil, John Deere. Machen wir mal an, wenn wir es fahren, seht ihr auch die km/h-Anzahl. So, wenn wir jetzt einen Helfer einstellen, seht ihr, ne, AI, also zeigt euch sofort an, yo, ein Helfer ist aktiv. Er fährt mit 15 km/h mit dem John Deere, Helfer A. Und das finde ich ganz cool, ne? Wenn jetzt zum Beispiel euer Kumpel mitführen würde, würde bei AI dann stehen, Stefan, Meier, Müller, was auch immer, wie ihr euch nennt. Und ihr habt immer einen Überblick, egal wo ihr seid, was eure Traktoren in eurer Farm gerade so machen und will es tun. Diese Anzeige kann man natürlich auch verstellen. Es gibt die Möglichkeit, ich teste es aber nicht aus, dann links CRT, links Alt und Numpad 9. Also wir können es mal testen. So. Na, das macht jetzt nicht. Na, schade eigentlich. Ja, und man könnte, also ihr seht, wenn ihr auf den Download-Link geht, habt ihr direkt auch den Weg zum Mod, und da steht alles nochmal beschrieben, wie ihr was machen könnt, ne? Was auch an Channel-Log schon passiert ist, was sich verändert hat und wie ihr das Ganze dann quasi dann zusätzlich bedient. Aber es kann sein, dass es auch erst, hier steht es auch drin, erst im Menü hinterlegt werden muss mit einer Tastenkombination, und dann wird es auch funktionieren. Ja, das ist eigentlich so das Ganze, was ich zu diesem Skript halt sagen kann. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, außer dass, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr diesen Skript findet. Ob ihr sagt, jo, super, oder nee, wenn ich 10 Traktoren am Fahren habe, dann sehe ich unten nichts mehr. Schreibt mal rein, würde mich interessieren. Aber aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Würde ich mich sehr, sehr, sehr darüber freuen. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox. Ciao.